So, liebe Leute, welcome back. Euer Baggy ist am Mikrofon. Da ist es. Das Mikrofon. Lecker. Und natürlich auch in der Kamera. Herzlich willkommen. Mensch, hat wieder ein bisschen gedauert mit der ganzen Geschichte rund um Like to Glory, wie es weitergeht. Ich habe angekündigt Freitag. Heute ist Sonntagnachmittag. Ich muss dazu sagen, ich bin ein wenig beschwipst. Darf man gar nicht erzählen eigentlich. Ich mache aber gerne noch Livestream. Oh wei. Ja, wir hatten heute Mittag mal einen lustigen Umtrunk, war so ein Geburtstag. Wer sich wundert, ja, wer feiert denn bitte Nachmittagsgeburtstag? War ein etwas älterer Herr, aber ein guter Familienfreund. Und ja, da werden Schnäpse verteilt nach dem Essen ohne Ende. Und ich bin irgendwie total durch den Wind. Deswegen, jetzt mal gibt's ein schönes Drunken Let's Play vom Allerfeinsten, würde ich sagen. Aufgepasst, liebe Leute, und zwar würde ich ganz gerne heute auf den Sonntag noch die Saisonvorbereitung für euch vorbereiten, dass ich die Woche wieder durchstarten kann. Sag mal, gibt's doch gar nicht. Kann man so beschwipst sein? Das war nicht viel, was ich getrunken habe. Ein bisschen was. In Ordnung. Also, folgendermaßen, liebe Leute, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Natürlich haben wir die große Wahl gehabt. Ich guck mal gerade rein. 460 Stimmen. Ich habe es auch vorbereitet als kleine Grafik. Kommt gleich. Schneide ich gleich ins Bild rein. 460 Stimmen wurden abgegeben. Und zwar wurden alle Spieler in unserer Mannschaft bewertet. Da gehen wir ganz kurz rein. Außer Podolski. Der ist außen vor. Der war nur Platzhalter. Der muss schon mal gleich raus. Poldi, tut mir leid. Ich mag dich. Du lachst immer so. Mit dem könnte ich auch mal ins Saufen gehen, glaube ich. Den schicken wir mal raus. Aus der Mannschaft entfernen. In Ordnung. Und zwar folgendes. Es wurden alle Teammitglieder bewertet und die mit den wenigsten Stimmen darf ich jetzt rauswählen. Das heißt, drei Spieler, wie angekündigt, verlassen nun die Mannschaft. Aufgepasst! Die wenigsten Stimmen hat bekommen Sokrates. Die wenigsten Stimmen Sokrates. Leute, wir haben lange mit Sokrates gespielt. Geht's noch? Ihr wisst, wir gehen in Liga 1 jetzt, ne? Und ich muss die Spieler auffüllen mit Packs. Das heißt, wir werden drei Packs öffnen und ich muss die auffüllen. Und die besten aus den Packs werde ich natürlich hinzufügen. Also, Sokrates muss raus. Aus der Mannschaft entfernen. In Ordnung. Das heißt, wir machen das erste Pack auf. Und ich muss Sokrates ersetzen. Eieiei, ihr seid nicht ganz sauber. Natürlich, schön ist es ja, ihr könnt bestimmen, wie es weitergeht. Das ist der Hammer. Ich finde das von der Idee her, finde ich es eigentlich geil. Wow! Nice. Finde ich gut. Was ist denn hier Primengott-Spieler? Nichts als Spieler. Ideal, um ultimative Mannschaften aufzubauen. 12 Spieler, mindestens 10 Gold, 3 seltene. Machen wir so eins auf oder machen wir so eins auf? Hier 7 seltene. Aber 7 seltene Karten bloß, ne? Das kostet 25.000. Wir übertreiben es mal nicht. Wir haben ja nichts zu feiern. Also, in Ordnung. Bitte einmal Ersatz für Sokrates. Für die Bank. Pepe. Euer Ernst? Ich muss ja nur irgendeinen aus dieser Mannschaft nehmen, deswegen würde ich sagen, ich nehme De Bruyne, oder? Ist das in Ordnung für euch? Weil Pepe würde jetzt einfach nicht passen und hat auch nur eine 83. Ist zwar Innenverteidiger, würde Sokrates perfekt ersetzen, aber ich denke mal, für eine Bundesliga-Mannschaft bietet sich De Bruyne am besten an. Ansonsten haben wir noch ja das hier drin. Meine Güte, das Ding ist ja voll gefüllt, voll gepackt, vom Allerfeinsten. Also, in die aktive Mannschaft, in den Platz von Sokrates. Wo war denn das? Hier vorne wahrscheinlich, ne? Der hier. In Ordnung. Geschichte ist gegessen. Den Rest packe ich mal alles zum Verein. Pepe, Leute. Ne, bei aller Liebe. Muss man ganz ehrlich sagen. Da kann ich nüchtern sein oder auch betrunken sein. Pepe würde ich niemals aufstellen. Ich mag den nicht. Ich mag den einfach nicht. Ne? Der ist mir zu aggro. In Ordnung. Also, dann gehen wir weiter. Die Mannschaft. Wie gesagt, heute Saisonvorbereitung. Nichts als Pack-Opening vom Allerfeinsten. Nummer 2 ist Bellarabi. Ja, der hat nie gespielt, ne? Hat Bellarabi überhaupt einen Einsatz gehabt? Ich glaube nicht. Aus der Mannschaft entfernen. Wo ist denn das? Da ist es. Also, Bellarabi muss gehen. Wir brauchen einen Ersatz für Bellarabi, beziehungsweise einen starken Spieler aus den Packs. Da haben wir... Jo, machen wir mal auf hier die Geschichte. Und mit ein bisschen Glück... Also jetzt haben wir nur Wolfsburg oder was? Perisic soll ich jetzt reinpacken oder wie? Alternativ, doppelt, ja. Auch, ich könnte ja auch Doppelte nehmen, ne? Die sind ja trotzdem im Verein vorhanden. Nee, ist schon bitter. Ist schon bitter, es ist nur Perisic. Also ich will ja schon gucken, dass wir die Chemie behalten. Deswegen nehme ich Perisic. Ah,
Leute, Leute. Ich bitte euch, also. Bellarabi und Perisic, ich weiß nicht. Naja, ist Geschmackssache. Gut, den Rest. Der Rest geht natürlich in den Verein, beziehungsweise auf den Transfermarkt. Oder? Nein, nicht verlassen. Bist du wahnsinnig? Jetzt kommt's. Ihr glaubt nicht, wer die drittwenigsten Stimmen hatte. Ihr glaubt es nicht. Ich hab eigentlich gedacht, ihr findet die Aktion Reus Götze geil. Dachte ich eigentlich. Ich dachte, diese Best-Trend-Kombi wäre eigentlich ein Special wert, ne? Dass man sagt, hier die beiden, Götze muss die Vorlage machen, Reus das Tor oder andersherum, so irgendwie Best-Friend-Kombo. Aber ihr habt gesagt, ihr könnt es nachlesen, auf der Seite ist es, 460 Stimmen wurden abgegeben und Götze hat die drittwenigsten Stimmen von allen. Götze muss aus der Mannschaft. Und jetzt wird schon schwer. Aus der Mannschaft entfernt. Ja, ich würde jetzt erstmal, um überhaupt was hier reinzupacken, De Bruyne nehmen. Der würde jetzt am besten passen, meiner Meinung nach, um ihn reinzusetzen. Und jetzt geht es darum, kriegen wir einen halbwegs gleichwertigen Ersatz. Seid ihr denn noch ganz bei Trost? Da sind Stimmen abgegeben worden für Çalhanoğlu. 18 Stimmen allein für Çalhanoğlu. Also, naja. Gut, in Ordnung. Er ist ja gut, gar keine Frage. Aber besser als Götze? Ich weiß es nicht. Ist doch alles immer Geschmackssache. In Ordnung. Also, letztes Pack für die Saisonvorbereitung in Liga 1, meine Lieben. Das heißt, bitte, macht's mir nicht so schwer. Valbuena. Und Bernard. Ja, ich sehe schon, wo es landet. Valbuena ist nicht schlecht, aber ich muss sagen, wir haben uns ein bisschen verschlechtert vom Team her. Für diese Saison. Da konnten wir nicht wirklich viel rausholen. Objekte einlösen, in Ordnung. Dann heißt es, Bernard geht in die Mannschaft, in die aktive Mannschaft, nimmt den Platz von Götze ein, beziehungsweise von dem guten De Bruyne. In Ordnung. Sind wir damit durch. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Nun bin ich mal gespannt, wie die Saison läuft. Ihr habt die Saisonvorbereitung geballert. Ich hoffe, ihr macht wieder fleißig mit. Morgen gibt es die neue Umfrage. Ich würde mich natürlich noch gerne freuen. Was ist denn los? Ich schneide auch nichts heute. Heute wird alles so verstrahlt hochgeladen. Und zwar folgendermaßen. Beliebtester Spieler war Robben. Das heißt, diese Saison steht im Zeichen von Arjen Robben. Ich habe mir überlegt, vielleicht, dass wir die Saison so ein bisschen pushen. Ne? Dass wir so kleine Challenge vielleicht machen oder was ich weiß. Dass Robben vielleicht 10 Tore schießen muss oder sowas. Ne? Weil er war der Beliebteste mit 89 Likes. Der zweitbeliebteste war Reus mit gerade einmal 50 Votes für ihn. Ne? Likes, sag ich mal. Hammerhart. Also, wie gesagt, ihr habt gewählt. Ihr habt die Saisonvorbereitung runtergeföhnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche geht steil. In Liga 1. Jetzt muss ich schon rülpsen, weil ich so besoffen bin. Liebe Leute, ich hoffe, ihr seid dabei. Sowohl im Livestream als auch hier auf dem Kanal. Like to Glory vom Allerfeinsten. Wir gehen steil in Liga 1 und räumen mal richtig fett auf. Wir sehen uns. Macht's gut. Jetzt, ihr wisst schon, ne? Controller am Start. Oh Gott, nee. Heute ist Katastrophe. Wir sehen uns. Für alle anderen sehen wir uns gleich im Livestream. Mal gucken, was wir da daddeln. Irgendwas kaputt ist. Keine Ahnung. Wir schießen uns in Counter-Strike die Köpfe ein oder so. Mal gucken, was passiert. Also, Leute. Seid dabei und bis dann. Viel Spaß diese Woche. Geh mal steil. Ciao, euer Bergi.